Hey Leute und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wir haben heute noch einen Tag, oder ich mache. Heute ist der Mittwoch, heißt letzter Tag im Sommer. Danach geht's weiter im Herbst. So, ich habe ein paar Nachrichten hier, Designbelohnungen, da kriegt man nämlich auch Geld für. Und für Weltschnellsten natürlich auch. Und ich habe noch einige Wheelspins, die ich aufmachen kann. Und sonst, ja, das war's erstmal. Ich habe eigentlich nichts Konkretes die Folge vor, halt die Wheelspins öffnen möchte ich, auf jeden Fall. Und sonst, ja, generell hier ist jetzt momentan ja recht wenig, was ich noch unbedingt fahren oder tunen möchte. Aber ist immer noch schön, den John Cooper Works würde ich schon noch gerne tunen, auf jeden Fall in der Folge mal. Ich habe auch noch vor, irgendwann Dings zu machen. Haben wir hier den Einzelspielermodus, dann nervt nicht die ganze Zeit irgendeine Anzeige. Eine Timelapse machen vom Optik-Tuning und so weiter. Mal schauen, werde ich dann irgendwie machen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal so eine kleine Wheelspin-Folge. So. Hoffe ich den nicht schon, ich weiß es nicht. So. Ford Angelia, ja. Ich lasse hier einfach mal so durchlaufen. Zeit ist heute genug. Schade. Ja, ich bin gerade recht entspannt. Wobei, wenn ich das schon wieder sehe, kann sich das auch sehr schnell wieder ändern. Hier ist auch... Doch, da war das legendäres Ball. Okay, bisher nichts Gutes eigentlich. Naja. Immerhin, das Smartwatch ist ganz nett. 160.000 ist gut. Ja, 2000. Ich brauche halt momentan, habe ich ja schon gesagt, spare ich auf 10 Millionen, um mir das Schloss zu kaufen. Oh, ein Lamborghini Countach. Den werde ich gleich auf jeden Fall fahren. Ich will mir das 10 Millionen Schloss kaufen für den letzten Scheunenfund, der mir fehlt. Und weil es an sich ganz cool ist. So, und sowas hilft mir dann natürlich weiter, wenn ich dann hier einfach mal 110.000 rausbekomme. Okay. Kann man vielleicht ganz gut tunen, ich weiß es nicht. 250.000 nehme ich natürlich sehr gerne. Ui, das ist nett. Lamborghini Aventador ist schön. LP 750. Erinnert mich vom Tuning her an den Lamborghini Murcielago LP 670. Das ist halt diesmal ein Aventador. Und noch ein dazu. Kann er brauchen. Vor allem habe ich das Gefühl, im ganzen Sommer hat es mehr geregnet als im Frühling. Ah, naja. So, Lamborghini. Countach und Aventador. Aventador ist schon 206. Ich glaube, hier mache ich 906. Ich kann wieder nicht lesen. Ich glaube, mache ich 998. Glaube ich. Fahre ich einfach mal in Countach. Oder Countach, was weiß ich. Sound ist schon mal nice. Hat der Allrad oder Heckantrieb? Wahrscheinlich Heck, ne? Ja. Und Mittelmotor. Ich würde sagen, ich starte hier einfach mal ein Rennen. Ist sogar eine meiner Lieblingsklassen hier mit den Fahrzeugen. Stimmt, die 959 muss ich auch mal fahren. Mit den Klassikern. Finde ich nett.
Da links ein schöner 959, rechts ein schöner 959. Mal schauen, was es wird. Diablo möchte ich auch noch gerne haben. Testa Rossa sehe ich hier auch. Ist auch ganz nett. Generell, es gibt so viele Ferraris in dem Spiel. Ich habe zwei davon. Ne, drei mittlerweile. Ich habe mir den Berlinetta gekauft. So. Start war schon mal... Naja, geht besser. Momentan ist halt wenig zu tun im Spiel, von daher werden wahrscheinlich die Parts jetzt nur noch oder erstmal nur noch daraus bestehen, Rennen zu fahren oder so. Wenn dann das Schloss dazu kommt, dann kommt dazu natürlich noch mal ein Part und so weiter. Ich möchte auf jeden Fall noch weiter spielen. Ich muss dann halt auch gucken, was ich dann noch mache und so weiter. Das heißt, es wird jetzt nicht jeden Tag zwei Parts geben. Es kommt ja jetzt auch Burnout, also Burnout Paradise. Kommt wahrscheinlich jetzt erstmal ein Tag oder an einem Tag ein Tag. Ich kann nicht reden. Ey. An einem Tag ein Part Burnout und ein Part Forza. Fällt gerade auf, wie sehr der Spoiler auch hier wieder zittert. Und so werde ich das dann wahrscheinlich handhaben. Ist ganz nett, dann hat man auch so ein bisschen Abwechslung. Kriege ich vielleicht nach dem M1. Schade. So, ja, die hatten auch alle ein bisschen höhere Fahrzeuge, oder? Nee. Nur der 959. Ist ganz nett, dass man jetzt habe ich ja schon mal angesprochen, glaube ich, in einem Part, dass man das jetzt alles so überspringen kann, wenn man die Belohnungen bekommt. So, 7 Minuten, heißt, ich fahre noch ein Rennen mit dem hier. Zeige ich das Night Race da vorne. Speed Race, was auch immer. Oh, der Countage ist so ein Fahrzeug, das ich früher gar nicht mal so schön fand. Mittlerweile recht schön finde eigentlich. Ist bei einigen Autos so. Dieser Fahrzeug, habe ich ja schon öfter gesagt, Fahrzeuge wie den NSX, die Supra, NSX, Supra und sowas, fand ich auch früher schon mega schön. Finde ich auch immer noch mega schön. Aber die hier finde ich dann gar nicht mal so lange so mega schön. Was ich schade finde, dass es den nicht so wirklich in dem Spiel gibt, oder dass es ihn gar nicht gibt, glaube ich. Also ich glaube, es gibt ihn nicht, ist der alte TT. Aus Anagon 2 und so weiter, der TT halt. Es gibt ja, glaube ich, nur den TTS hier. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen, aber... Kaufen im Auktions... nicht im Auktionshaus. Ja, auf der Automesse kann man nur den normalen TT. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Weil ich finde den alten TT wirklich schön. Man kann mit dem ja auch designtechnisch echt viel machen. Okay, ich dachte, ich komme da noch innen vorbei. Sagt vollkommen beabsichtigt natürlich. Ich werde mit diesem Wagen einfach nicht so ganz warm. Das nicht mal, weil er sich so schlecht handeln lässt, aber ich überschätze das Handling die ganze Zeit bei dem.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ihn auftunt vernünftig, dass man mit dem dann doch ordentlich was reißen kann. Aber so fühlt er sich echt nicht so gut an. Schauen, wie der Aventador dann gleich wird. Also bei dem glaube ich, dass er sich sehr gut fahren lässt. Vielleicht ein bisschen Wheelspin in den ersten zwei Gängen, aber sonst. Gerade weil es ja nochmal die bessere Variante ist. Vom Aventador. So. So, gibt natürlich auch ein bisschen Einfluss. Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen mehr in den Serien außerhalb der Straßenrennen. Ich dachte schon, ich hätte noch irgendein Event, was ich noch nicht gefahren bin. Ja, außerhalb der Straßenrennen, damit ich da mal ein bisschen level, weil da kriegt man ja noch ganz schöne Sachen eigentlich. Wie zum Beispiel Super Wheel Spins oder ich glaube manchmal sogar noch ein Auto. Bin mir aber gar nicht sicher. Sound ist schon mal schön. Auch wenn ich eigentlich nicht so auf dieses Geschrei stehe von den Lambos. Ist nicht ganz mein Fall, aber hier finde ich es doch wieder. Es passt halt gut zu dem Fahrzeug. Beim Gallardo finde ich der. Da passt das irgendwie nicht so. Aber muss auch jeder wissen, wie er das findet. Viele finden den Gallardo ganz schön. Ich jetzt nicht so sehr. Das hat ja über die Jahre nicht verändert. Den Gallardo habe ich ja. Finde ich ja mittlerweile ganz schön. Mehr oder weniger. Aber Gallardo. Ach ja, so oft bin ich am GT2 RS vorbeigestriffen in den Wheelspins. Irgendwann ist das schon bitter. Vor allem, wenn man den dann so in der Masse hier sieht. Der soll wohl verdammt stark sein. Also von dem, was ich gehört habe. Jetzt hier an der KI kann man das halt nicht wirklich messen. Weil die KI... Der KI ist es scheißegal, was sie für ein Auto fährt. Die fahren halt alle ungefähr gleich. Das heißt, danach kann man nicht gehen. Eigentlich, das weiß ich gar nicht mehr, gibt es den Aventador in der Forza Edition oder gibt es einen anderen Aventador in der Forza Edition? Es gibt, glaube ich, einen Aventador als Forza Edition. Aber fahren lässt er sich verdammt gut, das muss man ihm auch lassen. Den Vulcan habe ich da vorne mal schön ausgebremst. Es geht mit dem Verkehr recht gut bei diesen illegalen Straßenrennen. Von daher. Ich will einfach wissen, wie er sich fahren lässt, weil viele sagen da sehr positive Sachen drüber. Und ja, auch wenn er optisch wieder nicht ganz meins ist, ich finde ihn nicht optisch nicht schlecht, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so krass mega schön, dass ich ihn wegen dem Aussehen unbedingt haben will.
Aber so einfach mal ausprobieren würde ich ihn schon gerne. So, wo ist denn hier noch ein kleines Straßenrennen? Ach, hier, die. Ach, das sind die goldenen. Das vergesse ich immer wieder. Boah, da nehmen sehe ich schon ein paar Garnizonas. Schinke. Will ich auch unbedingt noch haben, aber die Teile sind halt sauteuer. Okay, ich habe verpennt, dass da eine Kurve kommt. Ich wollte eigentlich nicht vorrücken. Aber da vorne sehe ich auch noch ein Centenario und so. Das heißt, der Elemento finde ich wieder ziemlich hässlich. Ziemlich hässlich. Sowohl von vorne als auch von hinten. Benino will ich auch noch unbedingt fahren. Also an Lamborghinis gibt es noch ein bisschen was ich fahren will. Und von Ahnenbahnen, da gibt es noch sau viel, was ich fahren will. Königsegg gibt es auch noch was. Also Agera RS in dem Fall. McLaren auch. 720 S oder P1. Und F1 GT ist auch schön. Aber die muss man halt aus dem Wheelspin ziehen, weil kaufen sollte man die eigentlich nicht, weil die halt verdammt teuer sind. Das war ein bisschen sehr spät gebremst und sehr optimistisch in die Kurve rein. So, nochmal 10.000, nochmal 3.000 Einfluss. Aber das kann auch dauern, bis ich da weiter in der Szene bin. Ja, hin, das sieht schon brutal aus, das muss man schon sagen. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.